Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute die Demo von Unholy. Und ja, ich freue mich. Wir schauen direkt mal rein. Hey! 1 month later. Okay. Oha, 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 oha. Someone from the spring put up Gabriel's obituaries? How dare they? Okay. Oh no, ist das jetzt etwa wirklich so ein Schreien für ihr totes Kind? Gabriel Linde, ja, shit. Ist natürlich überhaupt gar nicht schön. And to think that not so long ago, I believed every word they said. Okay, wir können die Musik ausmachen. Oh, mit 8 Jahren, echt jetzt? Oh, das ist nicht schön. Oha, das. Ja. Okay. Was ist unsere To-Do? Habe ich irgendwas, wo ich weiß, wo ich sehe, was unser nächster Step ist? Okay, hier komme ich nicht weiter. Also wir können ja auch erstmal in unsere Wohnung gehen, ne? Wo unser... Also wir wohnen ja nicht alleine, wie wir wissen. Wir wohnen halt mit... unserem Papi. Later thought. Those lying obituaries need to be taken down before I can go in... Oh, okay. Also wir müssen anscheinend... Diese Zettelchen, die da verteilt wurden. So würde ich es jetzt verstehen. Müssen wir beseitigen. Jetzt ist die Frage, wo sind noch solche Dinge angebracht? Hallo? Hallo? Okay. Haben wir hier noch irgendwas an der Lied was? Soile? How dare they even mention you? After what they did. Ist, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Also, ich glaube, für jedermann. Nicht ganz so einfach, leider. So, haben wir jetzt alle eingesammelt? Anscheinend nicht. Stimmt hier vorne noch irgendwie was? Ja, ey, wirklich jetzt? Ernsthaft? The spring was supposed to keep us together, not tear us apart. I cannot delay it any longer. I need to go to my father's apartment. Okay, gut, dann gehen wir mal in unser Apartment. Ah, das sind natürlich so Themen, die man dann, glaube ich, nicht hören möchte. Ne, also, ist halt schwierig. Also für jedes Elternteil, glaube ich. So, was gibt's denn hier? Also wir sind im Apartment 18. When I moved to the spring, they would change my address. Guess not. Ob the renounce her... What? Hey, ich kann nicht so schnell lesen! Mach doch... was? Public Notice. Okay. The witness in the past 2 weeks prior to the hospital visit, until resolving the hearing, the witness Dorothea Linde cannot leave the city for a period longer than 12 hours. Bitte was? Achso, man kann sie auch richtig anzeigen lassen. Ja, deliver on the post office notice to living address understood by law as a delivery at a person's effect. Okay, gut, es ist anscheinend hier irgendwas...
in the hospital registry in order to listen as a Jane Doe. Later has been established to Dorothy Lind. Ach, sie hat sich umbenannt. The missing person report and the corresponding documentation has been erased from the archive or merged with the exciting name patient files. Hospitality records regrading patient stats such as admissions, documentation, x-ray of cranium, arms and torso, medication, dosage for the head trauma, blood pressure, blood work and blood panel results, Psychiatrist Rival have been merged. Okay. Achso, das nimmt sie nicht mit. Okay. Why? Aber gut. Gut, gehen wir erstmal nach oben. Ey, die ist aber auch schon wieder so dunkel, das Game. Es ist ja unglaublich. Fahrstuhl fahren. Gut, dann fahren wir mal ein bisschen. Ist das jetzt der Fahrstuhl? Oder ist das hier der Fahrstuhl? Lol, da kommt. Soll ich jetzt da einsteigen? Also ich muss ja sagen, grafisch, dafür, dass das Spiel eine Demo ist und noch nicht irgendwie im Endzustand ist. Holy moly, das sieht grafisch aber trotzdem schon richtig böse aus. Also sie hier, puhu. Ich würde jetzt erstmal zu ihr sagen, fahren Sie erstmal. Also ne, ich nehme den nächsten Fahrstuhl. Hello? Alter, wie sie aussieht. Hallo? Why did you make me come back here? Only here will you find what you need. Tell me, how going through my father's stuff could help me find my son? Your father believed in the blessed teachings more than you know. Belongings, yours and Gabriel's, are the key here. Find your father's journal. And then what? Accept that death can take different forms. Kurz für mich, weil ich bin ja manchmal verwirrt. War sie jetzt eine richtige Person oder war das eine Einbildung aus unserem Kopfe? Also, weil es war jetzt, also, es war schon komisch. Okay, also, wir müssen in, mich mal kurz räuspern, wir müssen auf jeden Fall Richtung Apartment. Weil wir müssen, wir sollen das Journey von unserem Papi finden. So, und wir wissen ja von unten, vom Briefkasten. Dass wir in Raum 18 müssen, glaube ich. Also, die Atmosphäre ist auf jeden Fall da. Spare key to the apartment should be somewhere around here. Vielleicht unter der Dings hier? Wir haben sogar. Also für eine Demo ist das Ding echt im guten Zustand. Ja klar, typisch so unter der Pflanze. Nee, genau. Hello? I'm back here only for the journal. Why did fathers hide it? Also where? Ja, wo könnte er sowas jetzt Gabriel's verstecken? Room. I can't. Maybe later. Okay. Dann gehen wir da vielleicht noch nicht rein. Vielleicht im Badezimmer? Hier so? In irgendwelchen Schränken? Oh Gott, was ist denn mit dem Spiegel passiert? Also, hallo? He was a weird man. But I guess he loved his grandson in his own way. Was hat das mit einem Malerpinsel auf sich? Also, the father's favorite brush. One of those made with Gabriel's hair. What? He didn't allow anyone else to cut them. He always said that
that a brush with a soul is more important than paint. Bitte, was? Der Vater hat ihm die Haare geschnitten und daraus einen Pinsel gemacht? Okay. Also ich weiß nicht, wer auf diese Idee jemals kommen würde. Ich nicht. Also, gar keinen Fall. Sag mal, stimmt das mit euch nicht? This picture was taken long before Gabriel was born. Fathers took mother and me to the seaside for vacation. Happy times. I miss mother so much. Everything would be different if she was alive. Das ist richtig. Macht ihr das nicht mit eurem teuren Haaren? Ständig. Jojo, ständig. Rat mal, warum ich so aussehe. Weil ich meine lange Mähne, so wie sie immer hatte, habe ich abrasiert und dachte mir, ich mache daraus Pinsel. Nein. Ich mache das nur mit meinen Barthaaren. Oh Gott. He always used the liquor cabinet to hide this... Bris- okay. Also er hat hier hier, Barfach. Barfach. Und da hat er meistens seine Sachen versteckt. Mom's photo. Seems like you kept it after all, you old liar. Ja, also ist er seine Frau? Also warum sollte das nicht? It's an old photograph of my mother when she was younger. I barely remember her that way. Okay. Last Tuesday, the main compound of the Spring of Eternity caught on fire. As the rescue attempts continued through the night, more and more bodies were found in the ruins. A great tragedy has befallen our city as its most notable symbol was devoured by an inferno raging throughout the night. Nothing is known as Nothing is known as to the cause of the fire at this time. No news is available at this moment as to what was happened to the prophet or is he even alive? Many of the congregation's followers are now gathering near the compound to help with rescue attempts. Few of the survivors were moved to a nearby hospital of St. Luke's. Okay. Also es gab anscheinend einen bösen Brand. Bitte was? I hated this thing. The constant clicking, the smell of gasoline and the always present scent of cigarettes. There were days when all we heard from his workshop was that damn clicking. At least we had some peace then. Okay. Okay, das können wir aber auch alles nicht mitnehmen. If not the cabinet, then where? Maybe in this workshop. Okay. Also, wenn nicht hier, dann in seinem Workshop. Wo auch immer sein Workshop ist. Aber wir können uns ja erstmal hier noch ein paar Platten angucken, ne? It's the first album I ever bought as a kid. Some things about the cover and the dope letters anticipate me? Funny, I never did listen it in full. Something about its final tracks scares me to this day. Okay. Krass. Machen wir mal den Fernseher an. Wollen wir mal gucken, ob wir hier was finden? Jetzt ernsthaft? A month has passed since the greatest tragedy of recent years. The fire of the headquarters of the Spring of Eternity, which took the lives of 20 people occupying key positions in the organization, including the most important one, the Prophet. All the faithful place flowers and light candles in their windows, praying for the victims to pass on peacefully to the true kingdom. Okay. Okay. Gut, dann gucken wir nach seinem Workshop. Und ihr diskutiert noch fleißig aus, was also Tierhaar mit Pinseln gibt es. Was? Warum? Also, ich bin halt kein Künstler, ne? Also, ich habe nie gemalt oder so. Also, ne, so als Kind schon gezeichnet und so, aber gibt's wirklich so eine Special Pinsel? Und hat das einen Mehrwert? Also, warum?
Haftet die Farbe da anders oder? I don't know. Gut, wir gucken mal weiter nach dem Workshop. Ich glaube nicht, dass wir den in der Küche finden. He always had a spare key to his workshop hidden somewhere in the house. Alter, warum verstecke ich denn bitte in meinem Haus noch fünfmal irgendwelche Schlüssel? Jetzt ernsthaft. Why? Vielleicht doch hier nochmal irgendwas im Klo? Bestimmt in der Küche. So, gucken wir mal, ob wir hier was in der Küche finden. Tropf, Tropf. Okay, es gibt Alkohol. Hm. Das ist aber nicht die Lösung, Freunde. Also, nee. No! Also, warum macht sie sich denn zwei Gläser voll? Ich meine, ist mal eine andere Art vom Doppelten. Alter. What the fuck? Dein Ernst? Ja, jetzt legst du dich erstmal schlafen eine Runde, oder was? Was ist denn da für eine Figur? Was bist du denn? Okay. Okay. Alter. Okay. Cool, cool, cool. Wir konnten aus dem Fenster gucken. Cool. Ich weiß nicht, ob ich in den Kühlschrank gucken will, aber ich muss anscheinend. Weil hier gibt's nichts. Also, Kühlschrank ist auf jeden Fall gut gefüllt. Nicht. Ah, gut. Gut, 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 gut. So, gibt's noch irgendwas hier Schönes zu erkunden? Also, irgendwas hier vielleicht noch am Fenster oder so? Oder Kaktus? Nee? Hätte ja sein können. Können wir wieder Schubladen aufmachen? Zum Glück nicht. Stimmt, Stevie spielt ja auch nicht. Wenn Stevie nicht spielt, gibt es kein Schubladen-Game. Okay, cool. Dann gucken wir uns nochmal hier im Wohnzimmer vielleicht um. Vielleicht finden wir ja doch noch was hier. Aber könnten wir jetzt die Schallplatte echt auflegen? Will ich das? Ich das jetzt auch gerade, ich kann das auch noch anmachen. Nee, ist mir zu unangenehm. Dankeschön. Kann ich mir also auch nicht bis zum Ende anhören. Hm, tut mir leid. Können wir vielleicht auf dem Balkon raus? Das sieht aber auch hier aus, in so Hochhäusern. Erstmal hier noch schön Kippchen, ja klar. Okay. Okay. Gibt's hier noch was Schönes zu entdecken? Nein. Hier gibt's noch eine andere Platte, die wir uns angucken können. Ich will mir die durchlesen. A rare jazz concept album that fathers bought. I didn't like it at first when I was a child, but the smooth saxophone and its calming notes grew on me. It helped me fall asleep during the bad days. Ah, kann, ja, ja, also so, ja, Jazz ist, hat schon was, ne, hat schon was. Also kann was für sich haben. Okay, aber wir haben keinen Schlüssel gefunden. Müssen wir vielleicht doch hier in das... Oh, fuck. Das hätte jetzt auch perfekt in das Spiel reingepasst. Hallo Variona, schön, dass du dich so anmeldest. Bei uns im Stream. Danke dir. Und hallo. Okay, hey, hey, lass uns mal hier reingucken. Vielleicht liegt dir der Schlüssel zum Workshop hier. My only hope was to complete the ritual. Was denn für ein Ritual? Also, hat der Vater irgendein Ritual in sein Journal geschrieben oder so?
Chapter 2. In between, there's no going back. After finding your father's journal, okay, wir haben es gefunden, you will able to perform an arcane ritual that opened a passage to the internal city. Okay. Your only choice is to enter this dark, twisted and unfamiliar world to find any clues to Gabriel's whereabouts. Also, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Aber klar, also man... Oh Gott, das wird ja richtig toll. Also haben wir jetzt das Ritual schon durchgeführt? Anscheinend und sind schon in der Anderswelt? So Silent Hill-mäßig? So mit Schattenwelt und so? Oh, wow, my head and... What happened? The music. Where am I? What is this music? Ja, dann lass uns doch die Musik einfach ausmachen. Wir haben doch... Wo ist denn der Plattenspieler? Oder hier? Why is the doorknob gone? Ja, dann tritt die Tür ein. I don't know. Okay, Freunde, jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Nur so ein Hauch. Oh Gott, die Platte, die springt. Oh, das sieht auch gar nicht so gut aus hier. Ja, tschüss, Rabe. Sagt der Rabe nimmer mehr. Haben wir diesmal ein bisschen mehr zu essen hier? Nee. Also, ganz zu machen können wir auch nicht. Und rausgucken können wir auch nicht. Können wir Licht anmachen? Geht das? Ja, das macht's jetzt nicht besser. Leider. Das Bild. Gott. Okay, okay, okay. Dann lass uns mal weiter gucken. Wir haben ja bestimmt noch ein paar Lichtschalter. Oh, es ist dunkel. Es ist unangenehm. Einfach nur. Können wir jetzt in den... Dad? Wie Dad? Da war doch gerade noch eine Person. What the fuck? Da war doch noch jemand. Oh, es ist unangenehm. Ich kriege richtig Gänsehaut. Oh, das ist gar nicht... Gar nicht schön. Gar nicht schön. Okay, er hat ein Bild gemalt. Von uns. Denke ich. Boah, das hat aber auch so ein bisschen Layers of Fear Vibes. Also, ne, so mit Maler und so. Ist schon unangenehm. Warum kann ich hier... Habe ich nicht gerade vorhin Licht angemacht? Hat es jetzt jemand hier wieder ausgemacht? Jojo. Ja, warum denn? Ich dachte, das wäre jetzt ein Alert. Boah. Es ist kein Alert. Es ist hier im Ingame. Es hört auch nicht auf, wenn ich die Tür wieder zumache. Schade, ich hätte gedacht. Kann ich mich irgendwie hinhocken? Oh ja, kann ich. Oh, ich weiß ja nicht. Gibt's hier noch sowas wie ein... Kann ich... Ich will aufs Hock wieder hoch. Mach mal Licht an. Nein! Hä? Ed macht nix. Ed macht nix. Okay. Was ist das? Was habe ich aufgenommen? Achso. What the fuck? Ich sehe nichts. Was ist passiert? Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Alles cool. Alles cool. Okay. Cool.
richtig scheiße aus. Oh, oh. Yes. Okay. Oh, das Game gefällt mir überhaupt nicht. Ich kack mich hier gerade ein. Also. Spion gucken vielleicht? Also, dafür ist er ja da. Warum kann ich die nicht nutzen? Als ob ich jetzt die Tür aufmache, wenn da jemand... Ganz ehrlich, wenn jemand so an meiner Tür klopft, dann ist doch... Was ist... Mach ich doch nicht auf. Dieses sirenenartige Geheul ist anstrengend. Ja, deswegen habe ich die Platte auf ausgemacht. Oh Gott. Ich mach da jetzt nicht auf. Was ist denn... Nein. Aber wir müssen wahrscheinlich... Ah. Hallo? Ich kann lehnen, was ist denn? Oh. Hallo? Oh, es ist unangenehm. Warum spiele ich das? Warum? Oh. Ist gar nicht gut. Gabriel? Stop! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich in Horrorgames so Kinder und Clowns gar nicht so schön finde? Shift to hold sprint. What the f... Ist ja was, wir machen mal, können wir das hier zumachen? Aus Sicherheits... Okay, vielleicht war das nicht so clever von mir. Ich komme nämlich nicht wieder zurück. Scheiße. Oder komme ich zurück? Wieder? Nein! Toll! Ich habe mich selbst ausgesperrt. Das war jetzt richtig... Hört doch bitte auf! Oh! Ey, jetzt nichts aus dem Treppenhaus. Ey, komm, ey, bitte nicht. Oh. Oh. Leck mich, leck mich. Okay, können wir die Treppe nehmen? Also geht das? Können wir einfach, scheiß auf den Fahrstuhl? Geht das? Ich sehe nichts. Alter, ich sehe nichts. Ist mir zu dunkel. Ich. Ey, ich kack mir ein. Ist wirklich. Ey, ich muss sogar da unten hin. Alter, wie ich schwitze. Ich bin gar nicht nervös. Easy. Oh Gott. Alter, meine Maus. Die ist nass. Das ist ja fürchterlich. Warum habe ich keine Taschenlampe? Ey, ich gehe jetzt wirklich ins Dunkle. Ich sehe nichts. Chat, ich sehe. Ich höre nur. Also, ich sehe nichts. Okay, wir können nicht weiter runter. Geil. Ey. Chat. Wirklich. Melly. Ihr habt doch ein Herz.
Was ist denn mit euch verkehrt, Alter? Was habt ihr denn bitte in eurer Wohnung? Können wir die Tür einfach zumachen? Alter, was ist denn mit euch nicht richtig? Okay. Ey, jeder so wie er möchte, solange keiner zu Schaden kommt, ne? Also... Hey, hey, hey! Wenn ihr da so Gefallen dran findet, dann macht das. What the fuck? Ich weiß, oh, da ist eine Taschenlampe. Hey, hey, geil. Hey. Kann ich das hier so mitnehmen? Wer das. Es ist am Fahrrad. Ich kann es nicht mitnehmen. Okay, wir können weiter runtergehen. Hey. Oh. Das ist gar nicht unangenehm. No. Da vorne ist doch wer, oder? Also, no way. Geht's hier vielleicht noch weiter runter? Können wir... Nein, natürlich nicht. Ey, da vorne ist doch so ein Schatten. Ey, kann mir doch kein... Ey, ich bin so nervös. Ey, kann mir doch keiner erzählen, dass... Why are you doing this to me? No. Du rennst doch gleich weg, oder? Irgendwas passiert doch jetzt. Oh. Hier auch wieder Licht an, irgendwas, damit ich mehr sehe. Oh, wir können wieder eine Etage runter. Hey. Du Scheiße. Okay. Ist hier der Ausgang? Okay, hier ist kein Ausgang. Was ist das? Was? What monsters will you protect me from now? Ist der Fahrstuhl? Mommy, I'm here. Fuck you. Der war hinter mir. Ich sehe nichts. Ich habe jetzt irgendwas hier aktiviert oder auch nicht. I don't... Achso, das war eine Tür. Oh. Oh. Don't even budge. This is looking worse and worse. Mhm. Heißt jetzt. Was? Muss ich jetzt hier hin? Okay. Kann. Also. Don't even budge. This is looking worse and worse. You won't even budge. Was will sie von mir? Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Take this. Ach, da steht auch noch take this. Ach du Scheiße. Jetzt sag mir bitte nicht, ich muss wieder nach oben. No. Müssen wir jetzt wirklich wieder nach oben? Nee, oder? Achso. Wir müssen doch jetzt nicht... Also, oder? Gibt es hier vielleicht noch einen Lichtschalter? Also, es wäre toll, wenn wir auf jeder Etage an den identischen Punkten Lichtschaltern hätten, um... Licht an- und ausmachen zu können.
Aber wir müssen doch gar... Also, jetzt mal ernsthaft gesprochen, müssen wir jetzt wieder nach oben? Das ist ja jetzt nicht... Das kann doch jetzt nicht Ziel und Sinn der ganzen Aktion hier sein. Dass wir nach unten gehen, um... Um uns... Was ist das? Wie so eine Art Zwille zu holen? Ich würde auch gerne diese Lampe hier mitnehmen. Ich sehe halt nichts. Can it be really? Why is he running after him? Why is he running? Okay, wait. Wenn wir aber zu Gabriel müssen und ihm verfolgen müssen, der war ja unten. Also das letzte Mal haben wir ihn ja hier gesehen. Warum nur die Lampe? Nimm das ganze Fahrrad mit. Ja, der auch eine gute Idee, Black Bossneck. Ja. Aber der war da, also der ist doch bestimmt hier runtergerannt, oder nicht? Weil ansonsten hätte ich ja diese, was auch immer ich da aufgenommen habe, ich sag jetzt mal Zwille dazu, hätten wir ja sonst nicht, oder? Hallo? Okay, da kann ich nichts machen. Da geht halt nichts. Don't even budge. This is looking worse and worse. So, hä? Quatsch, bewegen. Ah, okay. Danke dir. Aber wie kann ich das denn zum Bewegen bringen? Also wie kann ich denn auch auf das andere zugreifen? Gibt es irgendwie eine Taste? Kann ich das... irgendwie nutzen, das, was ich aufgenommen habe? Oder ist einfach nur... Als ob ich jetzt in den Keller gehe. Alter, warum? Tritt doch gegen dieses Dingensbummens und lass es doch aufmachen. Das ist unangenehm. Und das ist erstmal nur die Demo, die noch nicht im vollendeten Zustand ist. Meine Fresse. Anybody here? Ey, das ist so unangenehm. Also das Spiel macht eigentlich alles richtig. Atmo, Grafik. Fuck. Ich. Also. Nee. Einfach nee. Oh. Okay, können wir das erstmal nochmal zumachen? Bitte mach das nochmal zu. Oh, das ist mir zu. Nee. Okay. What? Was? Okay, dem, wer auch immer da ist, dem geht's nicht gut. Alter. Alter. Ist das unangenehm. Oh Gott. Wie soll denn das Fool Game denn aussehen? This mask is your strength. I hope she was right. Was denn jetzt für eine Maske? Also weiß ich ja nicht, Freunde. Chapter 3. Unholy. He's trapped in the Eternal City. If so, I... Okay. Guided by the Stranger. You have reached the Eternal City. Da habe ich ganz viel Spaß bei. A grotesque society where everybody hides behind a mask. Okay, also wir sind auf einer strangen Maskenparty. Somewhere in here, Gabriel is trapped. You need to find him before it's too late.
Gabriel's left behind slingshot will prove to be more than just a memory when having to face opponents or overcome obstacles. Also, you have acquired a new ability. Your mask will now show you objects you can shoot at or interact with. Press V button to use the power of the Severant Mask. Okay, also wir haben jetzt eine Maske auf. Wenn wir vordrücken, wird uns angezeigt, worauf wir schießen können oder womit wir interagieren können. Na, ist ja toll. Und es ist eine wilde Maskenparty. I don't know. Alter, wie das aussieht. Also, grafisch gesehen, echt böse. Sind wir das? Anscheinend. Jojo? Ernsthaft? Jojo schreibt hier gerade rein, also das Fullgame müsst ihr, in Klammern, also Benny, spielen. Reicht nicht, dass ich die Demo gerade spiele? Warum muss ich das Fullgame spielen? Können wir das nicht zu zweit spielen und Stevie ist der Spielende? Wäre doch auch super, nice. Finde ich. Nope. Nö. Weil die Community das so will. Okay. Das sieht auch... Oh Gott, das sieht gar nicht so toll aus. Ah, und die Lampe bringt auch gar nicht so viel. Das ist ja wunderbar. Only one option. Follow the tunnel and find the way to the surface. Okay. Leute. Was ist denn mit euch? Was seid ihr denn für... I think I can use the blue crystal and my slingshot to deactivate this lock. What? This crystal, it resonates with strong emotions? Fear and surprise? Wie jetzt? Was kann ich jetzt machen? Ich habe 3 Stück. Okay, kann ich noch mehr mitnehmen? Also scheint ja Munition zu sein. Vielleicht. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Okay. Space to climb. Okay, also wir müssen hier rüber klettern. Okay, cool. Wir gehen jetzt mal hier hinten gucken. Vielleicht gibt es ja hier noch was, worauf ich schießen kann. Okay, hat nicht geklappt. Gut, dann halt nicht. Dann gehen wir in die andere Richtung. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da auch irgendwie hinschießen könnte. Ja, aber hier können wir uns auf jeden Fall immer aufmunitionieren. Finde ich natürlich irgendwie eine coole Sache. Aber hier geht's nicht weiter, oder was? Irgendwie... Was? Ich dachte, wir müssen... Müssen wir nicht hier hinten hin? Der Schuss ging nach hinten los, ja. So sieht's aus. Kann ich hier hochklettern? Oh! Okay. Ah, ich verstehe. Wir müssen ein bisschen Adventure Time machen. Okay. Adventure Time finde ich persönlich immer ganz cool. Gut. Können wir hier? Ja.
Hey, ho, ho. Okay, wir haben die Leiter runtergeholt. Ich habe keine Ahnung, warum, ob das überhaupt uns irgendwas bringt. Ich sehe halt nur wieder mal nichts. Weil meine Taschenlampe... Warum macht er denn meine Taschenlampe andauernd aus? Was hat mir das jetzt gebracht? Außer, dass ich jetzt hier oben stehe? Achso, weil ich hier hochklettern kann. Okay, verstehe. There is a combination that will open the gate. I better look around. But what it is? Ja, keine Ahnung. Try and error? I don't know. Okay, ich krieg Schaden davon. Fuck. Okay. Dann müssen wir... Da muss es ja einen Hinweis geben. Was steht hier? Restricted Area. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir vorhin irgendwo was gesehen, wo 1, 2, 3, 4, 5 steht? Lag da nicht ein Zettel in dem allerersten Zugabteil? Ja, da können wir ja mal gucken. Können wir auch hier nochmal schauen, weil hier haben wir ja nochmal ein bisschen Loot. Also, Loot. Vielleicht ist auch das gemeint. Ganz oben, Mitte, unten. Aber wo ist das fünfte? It looks like some kind of code sequence. Strange, but might be important. So, ich habe aber nur Code 1, 2, 3 und 4. Was ist denn 5? Also, wir können ja... Also, ja. Okay, wir probieren es einfach aus. Now I can unlock the keep moving, this place doesn't seem safe. Okay. Wenn ich sowas lese, dann bewegen wir uns mal lieber ganz schnell wieder nach oben. Oh. Ach so, weil... Ich hab's jetzt schon wieder vergessen, Chat. War das jetzt oben, Mitte, unten? Okay, ich sehe gerade, 5 gibt's wirklich nicht. Okay, ihr hattet recht. Was passiert hier? Hey, ho. Let's go. Oh, die Tür geht auf. Ich kann einen Exit. Schnell zum... Exit? Jawohl! Ach du Scheiße. Ach du... Hey! Oh! Hey, was passiert hier? Latest thought, I need to hurry up before I lose track of mother... Was? Oh Gott, wir dürfen... Was passiert jetzt hier? Wo bin ich? Warum bin ich... Was wird hier teleportiert? As you know, the plague is upon our city. Those who know me know of the sacrifices I made for the people. And just as my son, the prophet, we must obey our teachings and renounce that which holds us back. Let our pain be our immolation. Let fire be where we find solace. Let the cleansing begin. What? Mother Superior, the sacred sadist. Hat auf jeden Fall was von Wolfenstein, da gebe ich dir vollkommen recht. Don't touch my tralala. I want to reach beyond time and space. Beyond life and
What the fuck? Was war das denn jetzt? Ey, jetzt hier nicht so eine fiesen Alerts. Der hat ganz schön an mein Ohr geschallert, Freunde. I remember this from when I was little. At first, father tried to hide his drinking from us. He used his flask when he was closed in his workroom making another unholy painting. He was still funny then. Not broken, not angry, not sad. Even when drunk, I giggled and giggled. And he was chasing me and mother to tickle us to death. But my mother didn't giggle as much, and only when I was much older, I finally understand why. Ich habe keine Ahnung, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich kann mich verstecken! Oh no! Was passiert jetzt? Also kommt jetzt hier jemand oder was ist jetzt hier los? Vor allem die Musik ist super laut. Hallo? Er sieht mich? Also er sieht mich oder eher nicht so? Wo ist er denn hin? Weil wie jetzt, also... Ja, so ein bisschen, nur so ein bisschen. I subject myself to the spring. Auf Wiedersehen. Was willst du denn jetzt hier checken, Alter? Verdünnisier dich! Oh fuck. Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Das hat er ja nicht. Nee, no, 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 no. Ja, da ist ein Schrank. Da wird bestimmt keiner drin sein. Ich geh mal woanders hin. Bitte. Geh woanders hin. Okay, also wenn wir... Es ist aber auch laut auf den Ohren. Ich mach mal ganz kurz leise. Also wir wissen auf jeden Fall, wenn wir entdeckt werden, färbt sich quasi die Taschenlampe rot. Das heißt, er ist dann im Aggressionsmodus. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, jetzt ist die Frage, wie und wann und wo komme ich jetzt hier... Warte, was ist denn eigentlich meine To-Do? She will burn all of those people. I need to get to her and make her stop. Also, dann sollten wir vielleicht nicht so lange Zeit brauchen? Also, wie wäre es dann mit, Rouse? Feuchten.
Da hinten muss ich hin. Der Sneakmeister. Sneaky Ninja. Also so, ein bisschen. Manchmal. Gut, da liegt ja einer. Kann ich. Okay, hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht mehr zurück. Jetzt bin ich gefangen. Nee, doch nicht. Hä? What? Wen willst du denn callen? Nimm doch! Was ist das? Wo? Warum ist denn jetzt wieder alles normal? This should help me to shut down the incinerator pump. What? Nein, ich würde es lesen. Attention! Make sure that the pressure in all three valves does not reach beyond safe limits. When operation, keep careful watch over the gokes. Otherwise, the whole furnace will combust and explode. Also heißt es für uns, wir müssen gucken, dass wir das übertreiben? Lass mich doch... Jetzt muss ich wirklich den Vorhang... Ich kann nicht an dem Vorhang einfach so vorbei. Nein, ich muss ihn wegschieben. Okidoki, okidoki, okidoki. So, muss ich hier jetzt meine Slingshot nehmen, um das aufzumachen? Ich würde sagen, nein. Ich kann einfach hier so rangehen. Ich würde sagen, auch nein. Achso, vielleicht hier jetzt... Nice. So, hier noch was. Ich sehe nichts, ne? Also, wenn ich die Taschenlampe nicht anhab, dann. Dann ist vorbei für mich. So, können wir die jetzt hier abschießen, die Tante? Wo ist sie? Können wir nicht. So, ich habe jetzt einen Schlüssel. Hallo? Ich komme hier nicht rein. Stevie, mal kurze Sache. Jumpscare 2, bitte ein paar Dezibel leiser. Das hat jetzt wirklich fies in mein Ohr geschallert. Und ich habe die In-Ears drin. Ja, also, das tut denn schon irgendwann weh. Und ein Hörschutz war nur auf 60. Ne, mach mal bitte 40 oder so, weil das war jetzt echt... Ich will nicht unbedingt taub sein am Ende des Streams. Das war jetzt wirklich böse laut. Ansonsten danke, Asra, für den schönen Schreckmoment. Oh. Okay, jetzt habe ich hier, also ich meine, hier können wir jetzt nochmal unsere Munition eindüdeln. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich noch von den Zeugs? 3. Was ist das jetzt hier? Make sure to reach all unworthy. Take everything they have. I know a trade master who will reward us in a suitable fashion. He especially likes kitty stuff, toys, books, you know. And check their pockets for crystal too. Just keep your mouth shut. Okay. Kann ich das jetzt hier irgendwie, geht das? Also bewegen oder so? Wahrscheinlich nicht. Ja, Asratuba, du kannst dafür nichts. Alles gut. Es ist halt einfach, der Grundsound war, ist bei dem Alert schon extrem laut. Deswegen, dafür kann auch Stevie nicht, weil wir stellen es ja immer auf 60 ein, damit uns nicht das Trommelfell platzt, aber der ist halt extrem laut. Du kannst es ja nicht wissen, daher alles gut, alles gut. Okay, hier kommen wir raus. Okidoki. Vielleicht sollten wir jetzt die Taschenlampe ausmachen.
Nope. Komm da jetzt nicht hierher. Läufst du jetzt links oder rechts dran vorbei? Oh. Weg. Wo muss ich denn hin? She will burn over. Get to make her stop. Ja, aber wie? Also wo? Wo komme ich? Muss ich die nach oben abschießen? Ist das meine To-Do? Anscheinend ja nicht. Wie komme ich denn jetzt, also, kann ich den abschießen? Ich habe aber nur noch einen Schuss. Das ist jetzt not so nice. Okay, wir probieren als nächstes mal in diese Tür da reinzukommen. Vielleicht kommen wir ja da weiter. Okay, hier können wir das Rohr... Können wir nicht? Können wir nicht? War doch... Einfach alles aufdrehen? Volle Kanne runter, Kiefer? This fucking machine won't kill anyone ever again. Haben wir es geschafft? Ja, anhalten, vielleicht? Auf jeden Fall Ruhe. Oh, ist nicht mehr so laut. Oh, ist das schön. Ist das schön. Nein, ich will's lesen. Attention, make sure that the pressure does not reach... haben wir ja schon. Also, pressure ist ein bisschen... Also, der Druck ist, wurde... erhöht. Hallo? Kommen wir jetzt hier wieder raus? Okay. Also Druck erhöht und... Have... Prophet! He's gone! Oder she, he, es... I don't know. Alter, krasse Demo. Also, thank you for playing. Was für eine Demo. Das ist ja mega. Also, Game macht eigentlich alles richtig. Grafik, mega. Atmosphäre, ganz schlimm. Also im positiven Sinne ganz schlimm. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen. Lasst ein Like da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo bei uns auf YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Reingehauen.